Literaturkritik. Die Frankfurter Buchmesse liegt nun einige Monate zurück, aber diese Zeit war erforderlich, das Angebot zu sichten, Wesentliches von Überflüssigem zu trennen, Bedeutendes von Unbedeutendem zu scheiden. Lassen Sie mich aus der Fülle der wichtigen Neuerscheinungen ein Werk herausgreifen. Hier werden Dinge in einer Eindringlichkeit und Präzision beschrieben, die bisher in der schöngeistigen Literatur nicht zu finden waren. Der Autor zieht es vor, anonym zu bleiben. Das überrascht, denn bei aller Offenheit zeigt das Werk eine ungewöhnliche Reinheit der Sprache und man sollte nicht zögern, es gerade der heranreifenden Jugend in die Hände zu legen, um sie mit den ganz natürlichen Vorgängen des Lebens vertraut zu machen. Aber bitte urteilen Sie selbst. Ich beginne auf Seite 294. Germersheim ab 12.36 Uhr, Westheim 12.42 Uhr, Lustadt an 12.47 Uhr. Schon diese Stelle ist ein kleines Meisterwerk, ein nur scheinbar harmloses Zeugnis für die bestürzende Sachkenntnis des Verfassers. Und kurz darauf steigert sich das Werk zu einem seiner vielen dramatischen Höhepunkte. Landau ab 12.32 Uhr, Annweiler 12.46 Uhr, Pirmasens an 13.13 Uhr. Das ist fein beobachtet. Jedermann weiß, wie peinlich solche Stellen gerade bei Literaten minderer Qualität wirken können. Mit den Worten »In Saarbrücken Hauptbahnhof kann mit Anschluss nicht gerechnet werden«, schließt das Werk. Es sollte in keinem Bücherschrank fehlen.